Lernen wollte ich eigentlich Karosseriebauer. Aber zu dem Zeitpunkt ist der Betrieb, in den ich lernen wollte, das war 1974, ist dann als VEB-Betrieb eingegliedert worden. Das war die letzte Umstrukturierung. Und der Meister für den Betrieb, der war zu dem Zeitpunkt dann 64 Jahre. Und er hat gesagt, also er geht nicht mehr in den VEB-Betrieb mit rein, sondern verkauft seine Werkstatt. Und somit war meine Lehrstelle geplatzt 1973. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, naja, wie sieht's aus, wenn du nicht weißt, was du lernen willst, wirst du Schmied. Ich muss nur dazu sagen, ich bin hier in dieser Werkstatt seit Kindesbeinen aufgewachsen. Also ich kenne hier jedes Stück. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 58, so lange laufe ich hier auf dem Fußboden rum. Am meisten gefällt mir das, dass ich das so machen kann, wie ich gerne möchte. Ich kann hier Sachen produzieren, lauter Unikate, die sie kaufen können, aber nur bei mir. Das sind zum Großteil eigene Entwürfe und eben auch eigene Herstellung. Jeder, der hier kommt, den zeige ich das so wie Ihnen hier heute auch. Und Sie stellen fest, das ist zwar sehr romantisch von der Umgebung her, aber es ist eine sehr harte Arbeit. Und sie ist schmutzig, sie ist laut und das ist nicht mehr das, was heute gefragt ist. Es ist zwar schön anzuschauen, aber damit das eigene Leben oder einen Unterhalt zu besorgen, das ist sehr schwer. Also ich kann von dem, so wie das jetzt hier ist, leben. Ja, denn ich habe ja auch zwei Kinder und eine Frau und ja, wir haben alle davon leben können, was ich verdient habe. Also sollte man mit zufrieden sein. Einzigsten Nachteil, den wir gehabt haben, wir haben eben nicht jedes Jahr in Urlaub fahren können. Das war so. Ja, ich würde sagen, das Pferdebeschlagen werde ich wohl bis zum Rentenalter schaffen. Ja, und ansonsten, da meine Rente ein wenig mager ausfällt, wie bei den meisten Handwerkern, werde ich hier wohl so lange drin arbeiten müssen, wie ich kann. Naja, es wäre schön, wenn man das weitergeben kann. Aber wenn kein Interesse darin ist und Sie keine Liebe zum Beruf haben, dann ist es eben so. Dann sollte man das auch nicht machen. Also Sie müssen sehr kreativ sein, Sie müssen Ideen haben, Sie müssen zeichnen können. Sie brauchen sehr viel Vorstellungskraft, um so etwas aus einem Stück Stahl zu schmieden. Und ja, wenn Sie da keine Lust zu haben und keinen Spaß dran haben, dann sollten Sie es einfach nachlassen. Mir bleibt ja noch die Hoffnung, ich habe noch zwei Enkelsöhne, einen kleinen und einen ein bisschen größer. Der große kommt nächstes Jahr zur Schule. Der Kleine kommt in den Kindergarten, wenn das alles gut klappt. Vielleicht ist einer dabei, der sagt, er möchte das bei Opa doch weitermachen. Das wäre für mich das Schönste, was es gibt dann.